Axel Kassecker von der FPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Frau Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Meine Belastungsfähigkeit ist, muss ich ganz ehrlich sagen, mein subjektiver Gemütszustand, wenn ich Ihnen den jetzt darstellen darf, meine Belastungsfähigkeit hinsichtlich dessen, was da von Vertretern der ÖVP jetzt die letzte Stunde vorgebracht wurde, ist fast an der Grenze, und ich versuche es jetzt einmal zu vereinfachen, nämlich insoweit, indem ich repliziere auf das, was Kollege Hoyos, die Frau Bundesministerin, gefragt hat. Was ist Ihre Vision für das Bundesheer? Nach wie vor keine Antwort bekommen hat. Ich bin der Meinung, Sie haben keine Vision, sondern, um militärisch zu sprechen, Sie haben einen Auftrag. Sie haben einen Auftrag, den setzen Sie sehr, sehr gut um. Sie haben einen Auftrag von Ihrer Partei, der ÖVP, von der Führungsspitze Ihrer Partei. Und dieser Auftrag lautet keinesfalls, das auszubauen, wofür das Bundesheer in Wahrheit da sein sollte, aufgrund unserer Verfassung, nämlich die Komponente der militärischen Landesverteidigung. Und es ist naiv, Sie wollen keine militärische Landesverteidigung. Wenn Sie diese wollten, dann hätten Sie nicht das Milizsystem mehr oder weniger zerschlagen, dann würden Sie nicht das Militär mit einem derart lächerlichen Budget ausstatten, wie Sie es tun, 0,5%, sondern dann würden Sie das machen, wie es jedes Land in Europa macht, nämlich bis zu 2%. Da reden wir jetzt nicht von ein paar Euro mehr, sondern das ist das Vierfache. Das heißt, wenn wir es ernst nehmen mit der Verfassung, wenn wir wollen, dass diese Organisation, die im Übrigen aus meiner Sicht kein Unternehmen ist und auch nicht wie ein Unternehmen zu führen ist, sondern das ist Militär, das sind Soldaten, da gibt es Kommanden und keine Geschäftsführer und Ähnliches. Und diesen Soldaten müssen wir ein Signal geben, nämlich jenes: wollen wir ein Militär, ja oder nein? Und da können wir jetzt herumphilosophieren über die zukünftigen Aufgaben des Bundesheers, die nicht mehr die klassischen sein dürften. Und dann können wir das Militär reduzieren auf das, was es heute leider in weiten Teilen schon ist, ein technisches Hilfswerk mit Schreckschusspistolen und Schraubenziehern, die dann bei der Post Backel packen, völlig richtig. Das ist nicht Aufgabe eines Militärs. Nur, Sie haben die Ressourcen nicht, Sie haben das Militär an sich zerstört. Das ist jetzt eine Organisation, die nicht in der Lage ist, die militärische Landesverteidigung auszuüben, und zwar bei Weitem nicht in der Lage ist. Und da können wir uns jetzt freuen, dass wir die eine oder andere Kaserne herrichten oder 3 Hubschrauber kaufen oder 5 LKWs. Da bewegen wir uns in einer Dimension, die Lichtjahre weg ist von dem, was notwendig ist für ein Militär. Sie können allerdings auch offen und ehrlich sein und aufrichtig sein und sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen kein Militär, das in der Lage ist, militärische Landesverteidigung zu machen. Deswegen schaffen wir auch alle schweren Waffen ab, deswegen reduzieren wir das auf eine Brigade, deswegen reduzieren wir das dann auch auf 2 Milliarden in weiterer Folge. Ist legitim, aber dann sagen Sie es bitte und verkaufen Sie sich nicht hier als die Retter des Bundesheers. Das ist absurd, des Militärs. Also es ist schon vielfach gesagt worden, was notwendig ist, eine deutliche Erhöhung, das entspricht auch einer europäischen Solidarität, die Sie immer bemühen, die betrifft auch militärische Angelegenheiten. Da tun wir unterschreiben PESCO. Die, die sich auskennen, wissen, dass ein europäisch, wir verpflichten uns, die Militärausgaben deutlich zu steigern. Jetzt frage ich mich, wozu unterschreiben wir das? Es ist natürlich eine Frage auch europäischer Solidarität, in diesem Bereich zur Vorsorge klassischer bewaffneter Konflikte. Und jetzt erzählen Sie mir vielleicht, dass das im Szenario nicht mehr vorkommen wird. Dann sage ich Ihnen, wenn Sie mir das erzählen, dann ist das nicht eine Sicherheitspolitik, eine vorausschauende, die wir haben wollen. Also auch im Rahmen der europäischen Solidarität müssen wir damit tun. Und das heißt 2%. Und jetzt können wir natürlich vorsichtig versuchen, wie es Kollege Bösch und wir alle auch machen, sagen 2 Milliarden, 3 Milliarden. Die Wahrheit ist, wenn wir da das ernst nehmen, brauchen wir 2% des BIPs und nicht mehr. Und da reden wir von 7, 8 Milliarden. Vielen Dank.